Dann das dahin. Das ist ein Stab der Verwandlung. Die beiden Sachen hätte ich gern noch losgeworden und dann den Schriftrollenbehälter noch leer machen. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So einem Kaff. Also das einfache Buch will er nicht. So. Behälter öffnen. Schutzformeln verkaufe ich nicht. Schutz vor dem Bösen kann ich verkaufen. Schutzformeln nicht. Schutz vor Blitzen behalten wir auch mal. Hast kann ich verkaufen. Feuerball behalten wir. Monster herbeirufen kann ich auch verkaufen. Ach, Magiebann können wir auch verkaufen, so selten wie wir das benutzen. Säurefall behalten wir. Spiegelbild behalten wir auch erstmal. Blindheit kann aber weg. Agnasas Flamme kann weg. Stinkende Wolke. Gesinnung, Person festhalten. Klopfen, Farbkugeln können auch weg. Netz kann weg. Kalte Hand, wortloses Zaubern, unsichtbares Entdecken. Oh, Schild, das können wir in unseren Dings verschieben. Glück kann weg, Schmieren kann weg. Schrecken, Blitzstrahl verlangsamen, Geisterrüstung. Ghoulgriff und Stärke können weg und Schreckenszauber kann auch weg. So. Das Buch schmeißen wir ihm einfach vor die Füße. Ich habe hier einen Schild gesehen. So, Schildschrift wollen. Die mal da rein. Wir haben viel zu viel Geld. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. So, unsere Inventare sind wieder leer und aufgeräumt. So, Dorn ist unser Lastesel. Nebenbei hat uns das eine Stärke was gebracht. Ja, wir können jetzt 20 mehr tragen. Wie ihr wünscht. So, also jetzt gehen wir mal in den Tempel uns aufputschen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Fass mich nicht an. Ich bin super wichtig. So. Leichte Wunden heilen. Schwere Wunden heilen. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt sind wir wieder voll geheilt, können einmal kurz rasten. Ne, wir reisen nach. Baldurs Tor. Ihr braucht nur zu fragen. Husam, hey Kumpel, kennt ihr mich noch? Mein alter Kumpel Husam, schön euch wiederzusehen. Viel passiert in der Zwischenzeit, wa? Hey, ich hab alle mögliche gehört, dass ihr wegen Mord gesucht werdet. Ha, ihr seid also auch schon was, aber ich mach euch trotzdem. Ich hab noch ein paar Infos für euch. Wollt ihr diese wissen? Was habt ihr für uns?
Ja, ich weiß ich schon. Hä, wisst ihr schon, dass Herzog Eltern erkrankt ist? Das ist er nämlich. Sein Stellvertreter Scar ist umgebracht worden, ermordet. So, das war's. Jetzt muss ich los. Ihr findet mich in der Röte in der nächste, wenn ihr noch was wollt. Bis dann. So, kommen wir in die Elfsong-Taverne, ohne dass wir verhaftet werden, ist die Frage. Sieht bis jetzt gut aus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann würden wir nämlich hier gerne mal rasten. Wie wär's mit einem Whisky? Ja. Einmal königlich und fertig. Worum geht es diesmal? Ja, Kumpel? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das heißt, so Eltern können wir gar nicht. Dass wir aber mal gerade gucken können, der Umhang. Paikas wartet im Nordwestteil von Baldurs Tor auf die Übergabe seines Mantels. Also Nordwesten ist da, wo auch Enter Silberschilds anwesend ist. Das wäre hier. Ihr braucht nur zu fragen. Hallo, Süßer. Willst du meine Möpse sehen? Und da kommt eine mit diesem Spruch. Hey, Benno, ja, ein bisschen einsam, wie? Ja, sehr einsam. Und noch einsamer, das werde ich Sohn des Karls anführen. Er ist tot, wirklich tot, und sie sagen, es war Mord. Die Wende der Rüten in Nixe hat's gesehen, hat alles gesehen. Ja, Scar ist tot. Sogar eine Dame der Nacht in dieser Gegend hat mir erzählt, dass Scar tot ist. Er war ein guter Mann und ich verfluche mich fast selber, weil ich von seiner Seite gewichen bin. Aber andere Aufgaben waren wohl dringlicher. Sogar verwies mich an eine gewisse Yvain in der rötenden Nixe, der angebliche Zeuge der schmutzigen Tat war. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Yvane ist also ein Kerl, hä? So, jetzt aber erst einmal, der war, glaube ich, hier oben, hat er gewohnt. Ich diene der flammenden Faust. Hallo, stillgestanden. Ihr seid des abscheulichsten Mordes angeklagt. Nehmt eure Waffen nieder und kommt mit, oder ihr werdet auf Befehl von Angelo Darson auf der Stelle getötet. So lautet mein Befehl. Und ich kann ihn nicht ändern. Ihr habt die Wahl. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Ich bin kein Mörder und möchte das auch gerne beweisen. Ich bin unschuldig und werde mich dem Urteil dieses Angelo nicht unterwerfen. Scar ist der zuständige Vorgesetzte. Gibt es keinen anderen Ausweg? Vielleicht sollte ich euren Lohn etwas erhöhen. Nehmen wir mal die zwei. Das kann schon sein, aber Scar ist tot und Angelo ist ein rechtmäßiger Nachfolger. Wir Soldaten haben keine andere Wahl, als seinen Befehlen zu folgen. Auch wenn sie uns verdächtig vorkommen, ihr müsst euch entscheiden. Ergebt euch und stellt euch eurem Gerichtsurteil oder kämpft und sterbt. Ihr habt die Wahl? Ich habe keine Wahl, ihr aber schon. Ich habe nicht die Absicht, gegen euch zu kämpfen. Ja, weil dann ganz die gesamte flammende Faust hinter uns her ist. Ich bin kein Mörder und möchte das auch gerne beweisen. Ein weiser Entschluss. Ihr werdet eine gerechte Chance zur Verteidigung erhalten, auch wenn Angelo von eurer Schuld überzeugt ist. Hier entlang. Dann mal ab. Nach hier. Söldner der flammenden Faust. Kommandant Darson, hier sind die Söldner, die wegen des Mordes an den Anführern des Eisenthrons gesucht werden. So, das sind also die berüchtigten Mörder. Endlich zur Verantwortung gezogen. Ich bin Angelo, Kommandant der flammenden Faust. Ich werde euer Richter und Henker sein. Bitte verzeiht das Klischee. Ihr seid nicht Befehlshaber der flammenden Faust. Diesen Titel hat Herzog Eltern inne. Einen, der den Titel verdient hat. Ihr seid ein Blender und noch dazu ein ziemlich hässlicher und übelriechender. Sogar ein Kreischling nach einer Gehirnwäsche würde einen besseren Anführer abgeben als ihr. Nein, so direkt sind wir nicht, weil ich glaube, da tötet er einen von uns. Hey, nun kommt schon. Wir alle wissen, dass ihr im Auftrag von Sarivok handeln. Wir bezahlen euch mehr, wenn ihr uns laufen lasst.
Lacht nur, Angelo. Wenn eure Arme und Beine erstmal zerlegt sind und ihr am Boden liegt und schreit wie ein Säugling, hey, dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Könnt ihr uns nicht einfach gehen lassen? Bitte, bitte, bitte. Wir sagen es auch niemandem weiter. Ehrenwort. Bitte, überlegt es euch doch. Kriechen wir mal als Bade ein bisschen. Da somit die lästige Formalität dann erledigt werden, will ich nun meine Entscheidung verkünden. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Strafe für euch die angemessene wäre. Im Grunde kommt nur eine in Frage und so verurteile ich euch wegen der von euch begangenen Morde, Diebstähle, Brandstiftung, Vergewaltigung und zahlreiche andere Verbrechen zum Tode durch den Strang. Das Urteil ist alsbald auf dem Basar zu vollstrecken. Ja, wie nett. Aus irgendeinem Grund ist Fernzug älter nicht mehr der Kommandant der Flammte Faust. Ein Mann. Okay, mit dem Gesetz im Konflikt. Ich habe mich der Flammte Faust ergeben und muss vor Angelo Darsson treten, um mich meinem Urteil zu stellen. Ich bezweifle, dass diese Angelo mich gerecht behandeln wird, doch ich hatte keine Wahl. Hätte ich die Flammte Faust bekämpft, wäre ich jetzt als Wachenmörder gebrandmarkt. Sie befolgen nur die Befehle ihres neuen Befehlshabers und sind trotz ihrer Angriffe auf mich keines Vergehens schuldig. Soll ich so jemals wieder vor der gleichen Wahl stehen, sollte ich am besten die Wachen irgendwie verwirren und dann fliehen, ohne sie dabei zu verletzen. Das Schicksal würde es nicht gerne sehen, wenn ich Unschuldige töte, ungeachtet deren Absichten. Ja, aus irgendeinem Grund ist Herzog Eltern nicht mehr der Kommandant der Flammenden Faust. Ein Mann namens Angelo hat diese Position inne. Angelo hat mich zum Tode durch Erhängen verurteilt. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Schön, dass ich hier ein- und ausgehen kann. So müsste die richtige Entfernung sein. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge habe ich. Hey ihr da, wie seid ihr aus der Zelle rausgekommen? Hat die etwa jemand offen gelassen? Oder vielleicht habt ihr ja meinen Schlüssel mitgehen lassen? Nein, das habt ihr nicht hier. Also seid ihr die Bande, die man dem dreifachen Mord vorwirft? Nein, ist zwecklos. Ich erkenne euch doch. Jedenfalls, hey, ich heiße Nepp. Wen interessiert das, Nepp? Haltet einfach den Mund. Nepp, wisst ihr, was in der Stadt in letzter Zeit vorgeht? Oh ja, jede Menge. Das mit Herzog Elter habt ihr wohl schon gehört. Den hat eine Krankheit erwischt und deswegen ist jetzt Angelo am Ruder. Eigentlich wäre ja Skar dran gekommen, aber der war so blöd und hat sich ermorden lassen. Ha? Hehe, tja, in den Städten geht seit einer Woche alles den Bach runter. Wirklich schade. Mit dem Gesetz in Konflikt. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge Hey, habe ihr da, ich. ihr werdet wohl ungeduldig hier drin. Nachdem ich von Angelo eingesperrt wurde, erzählte mir der Verbrecher Nepp, dass Herzog Eltern krank und Skar tot ist. Ich habe nützliche Ich Dinge. weiß einen Weg hier Nützliche raus. Dinge Hä? habe ich. Ha, hab ich doch gut versteckt, oder? Sucht ruhig so viel ihr wollt, ihr werdet ihn niemals finden. Hä? Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge habe ich. Hä, gute Idee, nehmt ein bisschen Magie in die Dieberei einzubringen. Was? Ja, ich sag euch was. Mörder zu Mörder, Monster zu Monster. Wollt ihr hier raus? Ich wollte lieber in einer Zelle vor mich hin, als bei euresgleichen in der Schuld zu stehen. Hä, dann sollt ihr verrotten, verrotten. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Hä, Dinge ihr wollt habe also. ich. Ach, so ist das. Ihr wollt immer noch raus. Tja, jetzt sitze ich wohl am längeren Hebel. Was? Ihr könnt mich hassen oder lieben, ist mir egal. Ihr müsst doch tun, was ich will. Los, jetzt ein Rätsel für meine gefangenen Zuhörer. Wenn ihr mich ansieht, sehen wir uns gegenseitig an. Ihr mit euren Augen und ich mit euren Augen. Wenn ihr mit mir sprecht, mache ich eure Worte nur nach mit euren Lippen, denn ich habe keine Stimme. Was bin ich, ihr Dummköpfe? Was bin ich? Natürlich ein Spiegel. Ein Spiegel, ja. Wie ihr für mich oder ich für euch. Wir sind gleich. Wir sind Geschwister, die nur durch eine dünne und zerbrechliche Glasplatte voneinander getrennt sind. Kommt, lasst mich euch den Weg zeigen, über den wir fliehen können, Zwilling. Ja, jetzt sind wir raus. Worum geht es diesmal? Aus der flammenden Faust. Wie ihr wünscht. Und haben wieder rausgesucht. Wenn ich groß bin, werde ich auch zaubern. Das macht Spaß. Wieder mit dem Gesetz im Konflikt, hä? Ein Mörder namens Web hat uns dabei geholfen, aus dem Gefängnis der flammenden Faust auszubrechen. Das heißt, wir sollten jetzt gleich mal nicht hier runter, weil wir nicht hier runter können. Ihr solltet den Schneider wechseln.
So eine Form verschämt sein. Es mag noch so beliebt, er mag noch so beliebt sein. Ich würde trotzdem nicht so einen Rüpel wählen. Welche Unverfrorenheit von diesem Mann? Was ist euer Problem? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich bin einfach wütend auf diesen Sarivok. Ich habe noch nie so viel Geld in diese Stadt gesteckt, damit einer wie er sich dann mit meinem Gewinn davon macht. Ich habe schon länger Geschäfte mit der Handelsgruppe des Eisenthrons und auch wenn... Ich mache schon länger Geschäfte mit der Handelsgruppe des Eisenthrons. Auch wenn ich ihren anderen Geschäften nicht immer zustimmen konnte, so waren sie doch wenigstens ehrenwerte Geschäftsleute, was meine Verträge angeht. Und jetzt, wo Sarivok ihr Anführer ist, hat er alle meine früheren Vereinbarungen für null und nichtig erklärt.